So, da sind wir wieder zurück bei Palworld. Hallo, hallo, hallo. Ein kleiner Sonderstream, wo wir direkt ins Spiel reinstarten. Und ich habe es gerade eben schon heimlich erzählt. Ich glaube, ich habe einen Dupe-Bug entdeckt. Mit Anise Quack. Die haben wir hier gerade ausgerüstet. Wenn ich die werfe, dann fängt die an, die Sachen rumzuschleppen. Und die war dann bei mir irgendwie da oben drauf. Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist. Ich glaube, als ich geladen habe, die war hier oben drauf. Und hat hier einfach versucht, Holz aufzuheben, kam aber nicht dran, hat es wieder fallen gelassen. Und dadurch wurde es halt immer mehr Holz. Ich habe das auf Video. Ich habe Videobeweise. Und dann. Achso, das wollte ich gar nicht. Und dann haben wir hier irgendwie. Wo waren das nochmal? Haben wir hier 300 Holz in der Kiste. Ich glaube, die hat uns 260 Holz oder so hat die uns dupliziert. Ich weiß nicht genau, wie man das nachstellen kann. Wäre interessant, ja, aber nur kurz als Hinweis. Es scheint noch ein paar Sachen zu geben, wo vielleicht noch, da können wir noch ein bisschen optimieren. So, ich würde heute, würde ich am allerliebsten kurz in der Base bleiben und ich würde gerne dieses Haus ein bisschen ausbauen. Das würde ich gerne machen. Ich habe ein bisschen nachgedacht über meine komische Company hier. Oh, nein, oh Mann. Ich bin übrigens Profispieler, guten Tag. Warte. So, ich brenne ja immer noch. Oh, ich bin so heiß wie ein Vulkan. Nee, was ich machen wollte, genau, die, ich habe ein bisschen nachgedacht. Die drei, die machen ja nicht sonderlich viel Damage. Und ich bin mir nicht ganz sicher bei dem Fight gegen den Boss. Ich muss, also erstens muss ich nochmal gucken, was der für Phasen hat. Zweitens, ob der gegen irgendwas, ich weiß, ob das hier eine Rolle spielt, ob, ob der gegen irgendwas anfällig ist, weil wir haben ja Wasser, Pelz, wir haben Feuerpelz und so weiter. Ich weiß aber nicht mehr, was da drin war. Also vielleicht können wir da was gucken. Und dementsprechend, nicht nur... Ne, so einen reinwerfen, sondern wir können dann quasi, wenn der eine fertig ist, werfen wir den nächsten auch rein. So. Das ist dann vielleicht effektiver, ich weiß noch nicht genau. Also wir müssen mal gucken, ne? Wir schauen das mal. Aber ich gucke mal später, wenn wir da drin sind. Ne, also ich gucke da mal. Jetzt erstmal ein bisschen Hausbau, weil wir haben ja genug Holz. Wir haben ja genug Holz und ergo können wir jetzt natürlich auch unsere Bude ausbauen. Und ich mache das wieder falsch, ne? So, jetzt, ach, diese Wolke. Ich dachte gerade, ich muss mich an die Steuerung, muss ich mich echt ein bisschen gewöhnen. Die ist noch ein bisschen weird. Und wir müssten das Holz, wir nehmen auch das Holz aus den Kisten. Das ist geil. 638 nehmen wir gerade. Sehr, sehr gut. Und, ich würde gerne die untere Etage, würde ich beinahe gerne so lassen. Fast würde ich die Fenster rausnehmen und lieber eine zweite Etage reinbauen, wo wir dann schön wohnen. Hier unten kommen die ganzen Dinger rein. Ja, da kann, das ist der Stall sozusagen. Und wir wohnen oben ein bisschen schöner als die Viecher, ja, unsere, unsere Mitarbeiter hier quasi. Ach, hey, Mensch, den hab ich... Entschuldigung, das ist einfach ein Hort der Freude ist das hier alles einfach nur. So, okay, dann würde ich sagen, wir bauen erstmal eine kleine Decke rein. Wie wäre das denn? Nein, das ist das Fundament. Ein kleines Holzdach, was gleichzeitig auch der Boden ist für... Das ist doch wohl nicht wahr. So, ich habe immer noch keine Pfeile, ne? Dein Lager wird von... Tja. Ich wollte eigentlich eine Decke bauen, aber gut. Dann baue ich eben sag mal. El Klopso. Gut, dass wir den nicht aus wie angegriffen haben. Das wäre es jetzt gewesen. Boah, wenn wir den jetzt angegriffen hätten. Der hat uns alle fachmännisch zerlegt. Aber zum Glück, puh, sind wir sehr zärtlich. Ah, das ist, ja, das wäre jetzt bestimmt für euch sehr amüsant gewesen. Aber ich, ja, da hätten wir, glaube ich, nochmal von vorne anfangen können. So, okay, pass auf. Wie rum ist richtig? So rum. Ja, so rum ist... Ach so, rechte Maustaste. Ich lerne das nochmal irgendwann. So... Dann so, dann so, dann so. Dann. Ne, ist richtig, ne? Warte, warte. Hallo? So. Und so. Ich muss gleich noch einen rausbrechen, weil ich gucken muss. Ah, nee. Treppe kommt ja gar nicht von da aus. Pass auf. Das war der Plan. Hier unten wäre dann der Stall quasi, ne? So ein bisschen. Es war ein Stall zu Meter. Hier so. Würde ich das quasi machen. Ich würde es auch, glaube ich, noch ein bisschen weiter nach vorne, hier, so, dass das dann so... Okay, das mit dem Ding geht natürlich nicht. Oh. Was ist... was ist denn? Was ist denn?
ist. Okay. Ja, was ist denn? Was ist denn? Hä? Okay. Das ist, okay, das ist ein bisschen weird, aber hey. Hey, okay. Hä? Was? Okay, muss ich dann den hier neu machen? Die beiden hier vielleicht neu machen? Okay, das ist halt super weird. Was ist denn mit den Texturen in diesem Spiel? Hier muss ich das Ding noch abreißen. Und dann, warte. Komm ich da jetzt? Kann ich eigentlich? Ich bin eine zarte Elfe, ne? Kann ich dann hier? Natürlich kann ich. Ja, geil. Oha, okay, ich sehe schon. Der muss neu gemacht werden. Dann machen wir den nochmal schnell. So. Ich hoffe, das ist richtig. Jo. Der passt. Und dann, gucken wir mal, ob ich nicht... Warte, wenn ich jetzt den hier... Das ist der primitive Hochofen. Bumm. Ich hoffe, das war okay. Also, ich hoffe, das war okay, dass wir ihn rausgemacht haben. So, ist das richtig? Das ist doch wohl nicht... Was ist das denn? Das ist ja super weird. Okay. So, dann können die ganzen Viechers eigentlich da reingehen, in ihr Bettchen gehen und so. Finde ich eigentlich akkurat. Theoretisch kann ich hier noch weitermachen. Ich schau mal. Und ich würde gerne dann hier irgendwie eine Treppe machen, die zu uns hochführt. You know? Ich würde, glaube ich, sogar noch, wenn ich das kann, warte mal. Kann ich? Warte mal. Sekunde. Warte. So. Wir wollen noch was schaffen, Leute. Wir wollen noch was schaffen. Wir haben noch Pläne im Leben. So. Okay, das habe ich jetzt mal so gemacht, als Überstand. Und kann ich... Haben wir Balken? Nee, ne? Stützbalken haben wir gar nicht. Ha. Ha. Ja, ist irgendwie nicht so richtig geil. Uns fehlen noch ein paar Elemente, finde ich, ne? Weil ich wollte ja so ein bisschen terrassemäßig... Ich wollte ein bisschen terrassemäßig was machen. So. Und dann habe ich gedacht, hier könnte man vielleicht auch Terrasse machen. Ich müsste da, glaube ich, weiter ausbauen. Wobei, ich könnte ja sogar weiter ausbauen. Wir könnten ja oben sogar ein bisschen mehr Platz machen, ne? Ich weiß noch nicht genau. Ich schau mal eben, wie das aussieht dann, wenn wir... Angenommen, wir würden hier so machen. Ist das was Gutes? Und dann auf der anderen Seite natürlich auch, weil die Felder... So, pass auf, die Felder, lalalala. Ist der Chat verwirrt, weil wir heute so schnell angefangen haben? So, warte. Ist das richtig? Ich habe mir heute die Chatrunde gespart einfach. Der Chat ist sehr, sehr verwirrt. Ist, Nun... Okay. Wir haben auch kein Geländer oder so, ne? Wir haben auch kein Geländer. So, guck mal. Jetzt haben wir hier außenrum. Hier so. Und dann kann man hier noch was drunter stellen oder so. Und drüben sind die Felder drunter. So, gucke. Hier sind die Felder drunter. Das wäre so ein bisschen der Plan. Uns fehlen leider noch Zäune und sowas. Ich weiß, können wir... Ich fühle mich nicht wahrgenommen. Ihr seid alle wahrgenommen. So. Können wir, haben wir, gibt's hier noch? Holztor kriegen wir. Durch das auch größere Pelz, das brauchen wir. Holztor ist geil. Dann können wir, oh nein, was ist mit Tobi? Der schläft, aber was ist mit dem? Guck mal. Ist er krank? Oh nein. Du lässt deine Pelz im Haus schlafen. Das ist bedingt richtig. Wir schlafen oben. So, pass auf. So, die Pelz schlafen hier unten. Und wir haben dann hier oben unsere kleine, unsere bescheidene Behausung. Ja, ich glaube, Tobi hat wirklich Burnout. Wahrscheinlich vom vielen Essen. Weil der gestern ja sehr, sehr zugeschlagen. So, wir sind auch hungrig. Und ja, ich habe vergessen, heute die Kieschleuder anzumachen. Das können wir nachher aber nachholen. Das ist ja kein Problem. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Guck mal, sieht aus wie Tobi pinkeln. Bisschen.
So, okay, wir könnten theoretisch... Das muss ich mal umstellen. Ich habe auch überlegt, ob ich... Ach, Alter, diese Viecher, ne? Ich habe auch überlegt, ob ich das Ding da mal wegstelle. Irgendwie, ob ich das hier rüberstelle. Weil immer, wenn die krank sind, die Pals, dann wandern die halt sehr langsam darüber und gehen dann erst baden. Und ich habe überlegt, ob ich das hier rüberstelle, damit die schneller baden können. Das sind wir schneller bei der Arbeit. Ja, ein bisschen optimieren hier. Und ich glaube, die drei werde ich mal ganz kurz eben... Ich muss die mal ganz kurz eben ausschalten hier. Ich hau die mal ganz kurz eben hier rein. Hackenbursche, Apex und Shroom. Ihr kommt mal ganz kurz hier rein, weil ich sehe meistens nichts. Die drei nehmen immer so viel Bildschirm weg. So, ist das gut hier mit quasi, wenn man hier oben die Hütte drauf baut? Ist, glaube ich, ganz geil, ne? Wir haben jetzt noch ein Holztor. Und wir könnten theoretisch zwei Holztore hier unten reinbauen. Das müsste eigentlich gehen. Geht das? Wie? Holztor. Oh. 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 Dö, 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 dö. Okay, aus Neugier will ich mal was gucken. Was passiert, wenn ich das hier hinstelle? So. Ich will mal kurz gucken. Was ist, wenn wir angegriffen werden? Von der Seite würde ich gerne mal wissen, ob das hält. Okay, wir müssen dann mal schlafen gehen, das wird zu dunkel. Warte mal. Ich gehe mal eben schlafen. Später kriegt man eine Lampe, habe ich gesehen, beim Technologiebaum. Es wird noch eine Lampe geben. Wir schlafen gerade noch hier unten, ne, bei unseren Kreaturen. Ja, gute Nacht, ihr Lieben. Schlaft schön. Ja, haut euch mal ein bisschen hin, ne? Ich hau mich auch mal hin. Ja, ich hau mich auch mal hin. So, gute Nacht. Und gleich machen wir mal... So. Gleich machen wir oben unsere Bude. Okay. Syndica erntet gerade. Was, Syndica, was machst du denn da? Warum wirft die Sachen hin? Goldmünzen? Wo hast du denn Goldmünzen her, Syndica? Hat wieder jemand donated? Okay, ich glaube, wir müssen... Okay, das ist cool. Die kommen halt auch nicht mehr durch dann, ne? Die könnten natürlich von hier oben irgendwie. Das würde gehen. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn wir das Tor ein bisschen vorsetzen, hier so. Und den Rest mit Wänden machen eventuell. Das wäre vielleicht irgendwie auch schön. Ich meine, so geht's halt auch, ne? Aber andersrum wäre es schöner. Auf der anderen Seite schaue ich mal ganz kurz. Das Gute ist, wir könnten Wände ziehen. Boah, wir haben eigentlich echt eine gute Location, ne? Wir haben jetzt, wenn wir da ein Tor hinsetzen und hier ein Tor, dann kommen die Angriffe nicht mehr durch. Und wir können theoretisch Fallen bauen über... Okay, ich bin ehrlich. Ich will hier keine Falle hinbauen. Ich will nicht, dass Mamorest sauer wird. Das wäre, ich glaube, da wäre ich, das wäre nicht so cool. Ich glaube, da hätte ich ein bisschen Angst. Wenn der mir anfängt, alles zu zerlegen, das wäre nicht so cool. Okay. Dann. Die Sicherheitseinstellung beim Tor können wir auch nochmal angucken. Ich weiß aber nicht genau, ob wir dann sagen können, yo, Mamorest darf durch. Kann ich nicht von hier oben einfach einen Sattel drauflegen und, den dann tamen? Guck mal. Ich traue mich nicht mehr drauf zu springen. Das mache ich nie wieder. Okay. Gut, das war nicht so schlau. So, Holztürli. Ein Holztürli. Ich mache mal hier ein Holztürli hin. So. Die Frage ist... Wo ist denn hier außen, wo ist denn hier innen? Ich würde sagen, hier links müsste der sein, ne? So, okay. Öffnen, schließen. Sicherheitseinstellungen. Passwort kann ich machen. Verriegelung aktiviert. Okay, cool.
Oder soll ich die Türen lieber hier so hinmachen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist irgendwie schräg, wenn die da ist, ne? So. Dieser Teil erinnert mich sehr an andere Survival Games. Auch ein bisschen an Ark zum Beispiel. So. Achso, rechte Maustaste. Warte. So. Warte, ich mach die Tür dann einfach hier hin, ne? So. Da mach ich die Tür hin. So. Das ist mit dem... Hier ist aber Zugluft, guck mal. Das ist mal nicht gut. Da zieht's einfach durch. Hm. Okay, Holzwand mit Fenster. Nach vorne brauche ich eigentlich nicht unbedingt ein Fenster. Ich könnte hier eins setzen, weil ich ein lustiger Gesell bin. So. Und hier außenrum, ich hätte so gerne Geländer, ne? Ich würde so gerne irgendwie so Zaungeländer machen. Aber die haben wir hier einfach nicht. Und ich hoffe, wir können die noch irgendwo hier freischalten, dass wir noch mehr Bausachen kriegen. Alarmglocke gibt's, Schlingfalle, hölzernes Wohnzimmermöbelset. Können wir eigentlich mal mitnehmen, weil wir haben noch genug Punkte. Ein Schild würde ich gerne mitnehmen fürs Lager. Aufbewahrungs-Bar-Möbelset. Warum soll ich denn eine Bar bauen? Oh, Metallachse, Metallspitzhacke, können wir... Was haben wir? Wir haben erst 1000 Steine. Naja, gut. Das denn... Und, oh, das Fleischerbeil können wir machen. Wir können das Fleischerbeil machen, Leute. Können wir mal den Opti-Grill einweihen hier. Schön. Streicheln zu schlachten. Ein geschlachteter Perl ist für immer weg. Ja, lass uns schlachten. Und das Tanzi-Sturmgewehr, weißt du was? Das machen wir, nehmen wir auch mal mit. Das nehmen wir auch mal. Top-Pflanzen-Set bin ich auch dafür. Die brauchten wir für irgendwas, glaube ich. 5 Nägel. Okay, Nagel schalte ich auch mal frei, wenn wir die brauchen als Dingens. Wir wollten uns auch Klamotten machen, glaube ich, ne? Giftpfeil wäre eigentlich auch cool, aber dafür brauchen wir, glaube ich, einen Giftbogen, oder? Können wir Giftpfeile mit alles verschießen? Munition für Giftbogen. Vergiss es. Okay. Standfackeln wären eigentlich auch mal ganz nice. Nehme ich auch mal mit, aber langsam wird es knapp hier. Ich muss langsam gucken. Kleines Fangeisen. Oh. Wir brauchen... Oh, shit, die wollte ich noch mitnehmen. Gut. Ja. Okay, hochwertige Werkbank. Die sollten wir auf jeden Fall machen, ne? Metallbarne. Wir brauchen Barne, Leute. Barne. Gib sie mir die Barne. Achso, wir haben das Ding abgebaut. Wo baue ich's? Standfackel? Achso. Ach, Beleuchtung haben wir jetzt hier. So, ich gucke mal ganz kurz. Wo ist denn der primitive Hochofen? Wo soll ich denn mal hinpacken? Ich würde ihn am liebsten halt hier hinpacken, weil wir brauchen halt... Ich glaube, wir brauchen nicht viele davon. Oder kann ich denn irgendwo hier so... Hier vielleicht, ne? So. So, let's go. Schnubbedibub, 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 guten Tag. So. Okay. Den haben wir. Wir haben, glaube ich, Farbenfuchs läuft gerade rum. Das heißt, wir können Metallbarren machen. Und zwar... Wir haben ja noch ein paar, ne? Ich mache dann 10. Leslie, würdest du kurz... Kannst du mal eben... Würdest du... Okay, der Umweg ist real. Das ist ein sehr großer Umweg. Okay, aber es funktioniert. Es funktioniert sogar fantastisch. Sehr geil. Sehr, sehr schön. Ein Träumchen. Okay, dann können wir die Bude hier weitermachen. Ich hätte am liebsten, wie gesagt, hätte ich noch was zum Abstützen irgendwo. Aber leider... Verteidigung haben wir jetzt noch Sand... Oh, Sandsäcke. Eine Militäranlage zur Verteidigung deines Lagers. Wenn die von da kommen... Können wir Wachtürme bauen? Ja, ne? Wir brauchen eigentlich so Treppen, die hochgehen.
dann oben Sandsack drauf und dann könnt ihr da verteidigen, ohne angegriffen zu werden. Naja gut, Fernkampf würde gehen. Aber eigentlich wäre es eine gute Idee. Eigentlich wäre es eine gute Idee. Ja, wir gucken mal. So. Leute, ich kann es gar nicht so oft genug sagen, ja, aber denkt an die Verhüttung. Denkt einfach bitte an die Verhüttung. Das ist immer sehr wichtig. Sonst passieren schnell Dinge, die man später vielleicht nicht wollte. Ja. Man bleibt zum Beispiel auf Erzen sitzen oder so. Gut. Dann wollen wir mal. Ich hätte wahnsinnig gerne hier hinten, hätte ich gerne so eine Terrasse halt, ne? Das wäre irgendwie cool. Wenn man hier einfach Terrasse, Terrasse, Terrasse. Und dann kann man hier sitzen, theoretisch dann Morgenkaffee schlürfen. Ihr kennt mich, in jedem Game, wo man bauen kann, muss es immer eine Terrasse geben, wo man einfach rausgeht und ein bisschen gucken kann. Aus Spaß wurde Erz. Erz ist heute 3 Jahre alt. Oh, so dumm. Schön. Warte. Anderes. Schild. Okay. Oh, Möbels. Oh, oh, oh. Hallo, hallo. Eine Holzbank. Okay. Nur mal so zum Testen. So. 10 Sekunden von der... Okay, die steht auch noch schief, ne? Die steht ein bisschen schief. Obwohl, geht. Geht, geht, geht. Okay, kann ich mich hinsetzen? Man kann sich nicht mehr hinsetzen. Okay, cool. Na gut. Eine Topfpflanze, eine Zierpflanze. Okay, runder Tisch. Frau Mautzenberger kommt seiner Arbeit nicht nach. Das ist, frech. Topfpflanze auf Stuhl, Tisch, Topfpflanze, viereckiger Tisch. Hm. Würde gern mal. Ich will mal was gucken. Das würde auch noch gehen, ne? Wenn man hier zum Beispiel so, hier so, so. So, warte. Ups. Let's go. Probieren wir mal aus. Das dauert ein bisschen. Junge! Was ist denn mit dir? So. Ein Perl ist krank. Okay, und dazu noch einen schönen Holzstuhl. Überlappt ein anderes. Oh, okay, das wird. Ich kann ihn nicht runterschieben, so ein bisschen. Okay, das ist auch viel. Okay, der Tisch. Ich muss den Tisch nochmal abreißen. Ich weiß was. Ich. Nein, wollte ich gar nicht. Ich, kann ich den nicht. Stornieren. Ich reiß den nochmal ab. So. Ich würde, glaube ich, vorher die Wände bauen. Und. Sonst mache ich immer Terrassen, die ringsrum gehen, aber das spare ich mir hier mal, ja? So, Bau. Trotzdem fehlen hier aber noch Stützbalken, finde ich. Da fehlen aber noch Stützbalken. Oh, ich bin dumm. Hab wieder linke Maustaste gedrückt. So. Hier. Und hier. Und hier kommen wir nicht durch. Müssen wir erstmal so machen. So, okay. Und dann bauen wir einmal ringsrum und dann... Ich bin ehrlich, ich würde am liebsten... Ach so, ja. Nee, das bist du ja gar nicht. Ich würde am liebsten, ehrlich gesagt, hier noch weiter einen in die Richtung bauen. Aber das geht nicht, ne? Doch, das geht. Es geht. Okay, cool, 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 cool. Warte, warte. Dann bauen wir nochmal. So. Einmal hier. Ich hoffe, das passt. Okay. So. Man will ja auch nicht zu groß bauen, ne? Als ob wir dafür so viele XP... Warte mal, wir kriegen so viele XP fürs Bauen? Und wir können Sachen wieder abreißen? Und dann wieder neu bauen? Und wieder abreißen und wieder neu bauen? Ich will mal was testen.
Ich will mal kurz was testen. Warte, nur mal so. So ein Fundament, ne? Okay, ich brauche mal irgendwo ein bisschen. Hier, guck mal. 3 XP. Okay, da bist du gerade. Ich meine, wäre wahrscheinlich ein bisschen aufwendig auf Dauer. Also theoretisch. Man kann ja mal gucken, was viele XP bringt beim Bauen. Kann es immer wieder aufbauen, immer wieder abreißen, immer wieder aufbauen und bam. Also theoretisch. Okay. So wird's gehen. So, okay, dann. Blim, blim, blim. Holzwand. Einmal hier rein. Bupp. Soll ich einfach zwei... Ich mach zwei Fenster, ne? Zwei Fenster, dann über... Ach nee, 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 ich bin dumm. Hier draußen eine Terrasse. Warte, warte, warte. So, einmal hier hin, so. Dann hier über Eck. Dann... Das wäre dann Außenfläche, hier. Und dann da über Eck. Dann hier hin. Dann zwei Fenster. Bup. Und... Bup. So, theoretisch können wir hier eine Treppe noch runter machen, aber dann kommen bestimmt die Fiesen. Okay. Sollte aber platzmäßig... Ich hoffe, dass... das sollte vom Platz her reichen, oder? Ich mache dann hier einfach zwei Türen rein, oder? Oder eins ist das Schlafzimmer? Das Blöde ist, wir müssten eigentlich das Haus noch um einen verlängern. Weil wir die Türen sonst nie mittig hinkriegen. Und hier brauchen wir zwei Treppen, damit es gut aussieht. Eigentlich müssten wir unten das Haus noch einen verlängern. Zu der Seite zum Beispiel, dann würden wir über den Fluss gehen. Nee, nicht ganz. Ich guck mal. Jetzt vorsichtig. Wir müssen dann hier... So. Okay, das würde gehen. Ich würde aber hier gerne Fenster haben einfach, ne? Ich würde gerne hier ein Fenster, weil dann kann man hier auf den Fluss gucken, weil hier bringt es ja nicht mehr so viel. Ich mache zwei Fenster einfach, weil wir es können. Und dann mache ich hier hinten aber keins. So. Oder ich mache... Weißt du was? Ich mache drei Fenster. Ich mache mal drei Fenster. Im Winter schön. Wenn die Popelmann hier schlafen wollen, ist ein bisschen zugig. So, ich hoffe, da oben fällt nichts runter, wenn ich das jetzt rausreiße. So. Das sitzt alles wunderbar. Das funktioniert. So. Auf der Seite können wir theoretisch auch drei Fenster machen, aber dann müsste ich ein Ding abreißen und dann stürzt hier alles ein, glaube ich. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Und da bräuchten wir jetzt eigentlich auch noch ein Fenster. Aber das müsste gehen eigentlich. Wir werden es herausfinden. Okay. So. Da auch. Ah, so. Ich bin hiermit noch nicht so richtig zufrieden, wenn ich ehrlich bin. Das sieht irgendwie doch noch schäbig aus. Ich glaube, da mache ich lieber Treppen hin. So, ne? Damit die da auch hochkommen. Das sieht man zwar nicht zwingend, aber... So. Dann kommen die da hoch. Guck. Ja, sieht besser aus. Auf jeden Fall sieht es besser aus. Ich würde gerne auch, wie gesagt, ich würde gerne Stützbalken machen hier auf den Außendingern, aber das gibt es leider nicht. Aber ansonsten... Oder? Geht schon gut. Und dann würde ich das Haus noch ein weiterbauen. So. Ist das richtig? Nein.
Dann würde ich das Haus noch einen weiterbauen. Warte mal, so. Ich hoffe, das ist richtig. Sag mal! So, warte. Hä? Was ist das? Jetzt ist richtig. Okay, warte. So. Und so. Und dann hätten wir es einen breiter. Okay, das ist sehr gut. Das Ding hier muss nochmal weg. Die Steine hier können wir eigentlich auch mal abbauen, ne? So. Dann hätten wir... Kannst du auch Fundament außen bauen, dann hast du automatisch Spalten. Fundament außen bauen? Der zeigt die Stützen unter dem Boden. Was? Ich meine, ich hätte gern... Oh. Ach, das... Das... Okay, das geht. Aber hier kann ich... Okay, warte mal. Okay, das geht nicht. Schade eigentlich. Wahrscheinlich wegen Balken auch nicht, ne? Also, wenn ihr eine Ahnung habt, wie ich hier Balken bauen kann, dann sagt's gerne. So, Fundament hochziehen. Ich weiß nicht genau, ob wir ein Fundament hier oben bauen können überhaupt. So, so meinst du, ne? Aber ich brauche eine Decke über dem Ding hier auf den Wänden. Ich kann das Fundament ja nicht als Deckenersatz, das geht ja nicht. Ich kann hier, das geht hier nicht dran. Weißt du, was ich meine? Ich könnte theoretisch eins so reinstellen, als ob es so ist. Und ich bin ehrlich, ich will einen Balken haben. Ich will nicht sechs Stützbalken haben. Das sieht schäbig aus. Also das sieht... Dann lass lieber keine. Ja. Dann mache ich lieber keine. So. Farbenfuchs ja auch. Hui. Einfach durch. So. Wir haben jetzt hier 1, 2, 1, 2, 3. Achso, ich muss noch einen weiter ausbauen. Stimmt. Dann wird das hier die Tür. Warte. Das hier wird die Tür. So. Und das hier wird auch ein Fensterchen. 1, 2, 1, 2. Okay. Wir können theoretisch zwei Fensterchen machen. Oder ich mache das so, dass wir einerseits eine Holzwand haben und dann ein Fensterchen. Ich glaube, das ist besser, ne? Ja, 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 ich klopp mir die mal rein, warte mal. So. Gronkh baut wie ein reicher Rancher. Naja, sind wir ja auch. Wir haben ja viele, nennen wir sie mal Angestellte. Nennen wir sie mal Angestellte. Wir haben sehr viele enthusiastische Mitarbeiter, die auf Bezahlung verzichten. So. Ist das gut formuliert? Ich hoffe, das ist gut formuliert. Sklaven ist so ein negativ konnotierter Begriff. Den wollen wir hier nicht verwenden. Das ist, Mitarbeiteroptimierung. So, 1, 2. Achso, da kommt dann das Fenster. Okay, dann so, das ist richtig, okay. Mist, ich bin dumm. Hier, ich bin schon wieder dumm. Hier ist das Fenster und dann bin ich, hier und dann kommt da das Ding. So. Hier kommt das Fenster hin, hier kommt eine stabile Wand hin. Da ist die stabile Wand. Hier ist das Fenster. So. Dann haben wir die Hütte soweit ausgebaut. Also nicht ausgebaut, wir haben... Naja, wir haben sie zum... Jetzt, es ist eine Hütte da. Die Bank müsste eigentlich unter das Fenster, unter beide Fenster, weil irgendwie hat man immer Banken, auf die man sitzt. Ich hätte hier gerne, wie gesagt, hätte ich gerne noch so eine... Ja, so ein Zaun als Abriegelung, dass man dann quasi nicht runterfällt. Wenn wir dann hier hingehen, dann hat man so ein bisschen den Blick auf den Bach. Also alles nicht Offenbach, ne, das wäre schäbig. Das will keiner. Niemand will einen Blick auf Offenbach haben. Nicht mal Offenbacher. So. Und dann haben wir das so. Dann geht die Treppe da hoch. So. Cool. Langsam wird das Haus doch. Und hier unten haben wir dann quasi unseren Stall. Das ist doch super. Ich würde sagen, wir können theoretisch auch die Schmelze da unten reinbauen und so. Oder so ein paar Sachen hier unten reinbauen. Mit den Offenbach geboren, gebe dir recht. Tut mir leid, das mit Offenbach tut mir leid. Außer, dass du geboren bist. Das wollte ich nicht. So. Ich gehe mal eben schlafen. Ah, ja. Ha.
So, guten Morgen. Ja, Standfackeln müssen wir auch noch machen. Das muss alles noch kommen. So, hervorragend. Theoretisch können wir hier eine ganze Reihe von Treppen hinmachen, aber dann kommen vielleicht Gegner schnell rein oder so. Wir müssen mal gucken. Ich würde das Ding gerne umbauen, aber das kommt man nicht auf Fundamente bauen. Das hier würde ich auch gerne lieber auf Fundament bauen. Aber das geht, glaube ich, nicht. Und den Ofen... Können wir den auf Fundament bauen? Ich schau mal eben. Warte, nur mal so aus Neugier. Warte, wo ist denn der? Produktion. Hier, primitiver Ofen. Jo, das geht. Ja, geil. Ich baue den sogar mit ein bisschen Platz hier ans Fenster. Kommt der Hochofen dann hier hin. Cool. Das ist nice. Gut, dass wir Fenster haben, sonst würden die Tiere länger schlafen. Das wollen wir natürlich nicht. So. Okay, ja, puh. Moment. So, das haben wir drin. Das Ding würde ich gerne noch reinbauen. Ich schaue mal ganz kurz eben oben. Wow, dann haben wir... Wir können hier unten wirklich noch einen Trenner reinmachen. Wenn wir das wollen. Ich weiß noch nicht genau. Zumindest, was wir die Strohbetten da drüben alle haben. Und hier, da wo das eine Fenster ist. Und hier bei der Frischluft haben wir die Geräte. Damit die Leute nicht so sehr schwitzen bei der Arbeit. So. Okay. A, weil es eine Frage war und B, weil es mich auch interessiert. Ja, warte. Nein, nicht Holzfundament, warte. So, okay. Ich muss gucken, dass das richtig rum ist. Ja, ist es. Dafür habe ich wieder rechte linke Maustaste übrig. So. Ich habe fast das Gefühl, das wird unsere Mainbase. Ich bin mir nicht sicher. So, und dann habe ich gedacht, vielleicht könnte man ja, warte mal. Wenn wir schon mal dabei sind. Dass das hält, ist fantastisch. Nun ja. Edris, danke dir. Vielen Dank, lieber Edris. Da bist du ja wieder. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Hallo. Warte. So. Dann haben wir noch eine Terrasse hier oben. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, aber ich habe gedacht, wir haben jetzt hier eine Terrasse. Da kann man auch schön sitzen. Ja, so. Wir brauchen unbedingt Zäune und hier so Balken brauchen wir auch unbedingt. Ganz dringend. Und dann habe ich gedacht, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich gedacht habe. Ja, ist ja gut da draußen. So. Warte. Vielleicht kriegen wir später noch Zäune, ich bin mir nicht ganz sicher. Das mit dem Fenster ist unschön. Das hier fällt mir nicht. Oh, okay. Aber das mit der Terrasse an sich finde ich ganz geil. Nur das mit dem Fenster, da müssen wir nochmal gucken. Und ich hatte eigentlich gedacht, aber das glaube ich nicht gut. Ich weiß, viele von euch mögen ihre Schlafzimmer riesengroß. Aber ich bin da eher so, ich mag es gerne hutzelig. Wenn man schläft, ne, dass man so ein bisschen so... Ist ein bisschen hier Harry Potter Bett. Das ist ein bisschen so, oh.
So. Das Spiel, stimmt, das Spiel hat auffällig wenig Musik, ne? Nur bei Kämpfen. Und das Bett steht noch sehr in der Ecke, da müssen wir nochmal gucken. Das Bett ist sehr, sehr weit in der Ecke irgendwie. Das ist so, das ist sehr düster hier oben. Also gefällt mir noch nicht so richtig. Oh nein, Tobi. Oh nein, Tobi, warum? Och, Tobi. Dieser Perl ist vor Stress so viel. Och, Tobi. Nein. Tobi, komm her. Hä? Nein, Tobi. Ich will Tobi. Tobi? Nein, nicht Holz. Tobi. Tobi. Nicht Tanzverbot. Tobi. Hallo? Ich will nicht das Holz. Weißt du was? Ich nehme das Holz auf. Jetzt kann ich. Oh. Nein, ich will Tobi anheben, Mann. Nicht dich. Tobi. Ich kann Tobi nicht anheben. Oh. Ich wollte... Ups. Naja, ich lasse den Tobi mal machen. Ich lasse den Tobi mal machen. Ich mische mich da nicht ein. So. Okay. Ansonsten sieht es aber gar nicht so scheiße aus. Die Felder müssten noch näher ins Haus. Dann können wir vielleicht sogar Decken runterziehen. Oh, nee, geht nicht, weil wir brauchen ja Dingens da drunter, ne? Der Pell schläft vor Stress ein. Was, warum sind denn alle so gestresst? Es gibt doch kaum was zu tun hier. Dieser Pell scheint bedrückt zu sein. Ja, dann... Geh doch! Ist das zu weit weg? Nee, ne? Oh, ich liebe es. Komm mal mit. Komm mal mit, Tobi. Ja, Tobi! Ah, Tobi, da bist du ja wieder. Oh, der Tobi. Oh, ich liebe es. Oh. So, warte, warte, warte. Ganz feiner Tobi. So. Nein. Nein, Tobi. Tobi. Oh, ich. Okay. Ich lasse ihn mal machen. Ich glaube, er schläft auch gleich, oder? Nee. Ich lasse ihn mal machen. Die sind alt genug, die wissen, was sie tun. Was soll ich da machen? Ganz ehrlich, ich muss sie nicht bevormunden. Ja, ich bin ja nicht deren, ich bin ja nicht deren Mutter, nur deren Besitzer. So. Okay, was wollen wir denn noch mal? Das mit den Balken stört mich ein bisschen, dass die da nicht da sind. Das könnte ich eventuell... Stühle gehen auch nicht, ne? Wenn ich einen sehr hohen... Ne, die Hocker, das ist kein guter Balken. Okay. Irgendwas anderes gibt's da auch nicht. Bärengarten, Holztruhe. Hm. Ne. Da ist nicht. Aua. Sag mal. Eines Tages. So. Okay. Dann lasse ich es erstmal. Dann lasse ich es erstmal. Vielleicht schalten wir noch was frei. Ich würde mir gerne noch Pfeile machen. Wir brauchen unbedingt Pfeile. Wenn wir keine Stützpfeiler kriegen, dann wenigstens Stützpfeile. Das ist einfach großartig. ...810 Arbeitsmenge. Ich wollte 100 machen. Ist das viel? 1000 Arbeitsmenge. Ist das viel? Bis das fertig ist, bin ich in Rente. Bis das fertig ist, bin ich in Rente. Junge, Junge. Ich kann schon mal erhalten. Könnt ihr hier mal weiter... Könnt ihr... Syndica, gönnt sich ein Bäuschen. Alle gönnen sich ein Bäuschen. Leute, könnt ihr hier mal weiter craften? Wir brauchen jemanden mit Handwerk. Ist jemand mit Handwerk hier? Haben wir Leute mit Handwerk? Ich guck mal kurz. Leute mit Handwerk. Leute mit Handwerk, bitte. Tobi, hast du Handwerk? Oh nein, Tobi ist krank. Ich glaube... Komm mal her. Komm mal her, Tobi. Ganz ehrlich, was soll das denn? Was soll das denn, Tobi? Komm mal her. Jetzt zwinge ich dich zu deinem Glück. Hoffe ich.
Nein. Na, wieso habe ich jetzt... Alles, hier funktioniert alles nicht. Nein, Tobi, nein! Mann, Tobi, du sollst da rein! Nicht in der Luft schlafen! Ich glaube, das wird nichts mehr, ne? Arbeitssuchmodus aktiv. Weißt du was? Ist mir egal. Dieser Pell ist gesund und munter. Okay, verstehe. Er ist wieder fit. Ich glaube, er hat das gebraucht. So, na gut. Okay. Dann würde ich hier nochmal ganz kurz eben ein bisschen umräumen. Ich weiß gar nicht, was macht ihr mit den Truhen eigentlich? Wenn hier die Schlafplätze sind, wäre es eigentlich gut, hier die Truhen hinzubauen. Hier habe ich aber auch ein paar Arbeitsgeräte. Das Lager oben oder das Lager unten? Ich meine, wir haben oben kaum Platz. Ja, hier ist sehr begrenzt einfach. Wir leben hier auf dem Minimum. Auf dem menschenmöglichen Minimum. Hier hört sogar schon unser Gebiet auf. Ja, ich glaube, wir müssen das unten machen, ne? Wir brauchen das unten. Okay, ich baue schon mal, weil ich zwei andere wegreiße. Wo ist denn hier Infrastruktur da? Oh, wir brauchen mehr Fasern. Fasern. Das muss hier weg. Wo stellen wir das eigentlich hin? Weißt du was, ich stell's mal an die Seite einfach, weil wir brauchen das nicht so oft, ne? Nein. So. Na, Tobi. Was los? Gönn dir ein Päuschen. Na klar, gönn dir ein Päuschen. Alles okay. Hauptsache, er hat Spaß. So, der Zerkleinerer. Ich weiß nicht genau, von wo die ran müssen. Von welcher Seite. Ich habe gedacht, wäre irgendwie cool, den hier stehen zu haben. Ich hoffe, das ist richtig rum. So. So. Wir werden sehen, ob es funktioniert. Wenn wir das mal weiter brauchen. So, sehr schön. Alle dengeln quer durch die Gegend. Bup. So. Sieht irgendwie falsch rum aus. Aber hey. Wird schon irgendwie gehen. So, okay. Das ist weg. Die Felsen würde ich noch ganz kurz eben. Die Felsen haue ich mal manuell weg hier gerade. Aber ich glaube, die respawnen eh, ne? Ich glaube, die respawnen. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. So. Moment. Tobinator faulenzt. Was ist denn mit dem Knaben heute? Was ist denn mit dem heute? Junge. Das hat aber sehr, sehr entspannt, der Bruder. So. Okay. Gut, ansonsten würde ich vorschlagen, was brauchen wir noch? Was müssen wir noch, okay, wir müssen Pfeile craften. Dafür brauchen wir handwerklich irgendwas. Wer ist denn hier handwerklich? Guter Träger? Oh, Frau Morzenberger, Level 2 überall, cool. Auch Handwerker. Melimon kann leider nur abspritzen. Das ist nicht so viel. Auch Handwerker. Tobi, naja. Aber beim Abbauen gelevelt, Level 2. Hier auch Handwerker. Wir haben eigentlich sehr viele Handwerker, aber keiner baut die Pfeile, glaube ich. Ne? Doch, guck mal hier. Oh, Pinguline.
Ja, die Pfeile. Warte, kann ich vielleicht nochmal mitmachen hier gerade? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Nee, komm. Ich würde gerne, okay, ich würde gerne noch gucken, was wir noch machen. Ah ja, jetzt ist ja die Werkbank besetzt. Für 70 Stunden. Ich, hatten wir schon die gute Werkbank? Kleidung wollte ich noch machen. Hochwertige Werkbank. Nägel brauchen wir dafür und dafür brauche ich die Werkbank, richtig? Kann mit Hilfe einer primitiven Werkbank gefertigt werden. Okay, weißt du was? Ich baue einfach eine zweite Werkbank. Irgendwie ist die Tür... Sieht ein bisschen schäbig aus. So. Was? Das sieht nicht aus. Das lassen wir mal. Ich probiere mal was. Warte mal. Wir machen das gleich mit der Werkbank. Keine Sorge. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte den hier. Aber da muss ich mal ganz kurz gucken. So. Und dann hier noch so. Ich hoffe, das geht. Und dann die Treppe. Ich weiß halt nicht, ob das nach was aussieht. Ich kann nur mutmaßen. Ja, naja, es gibt Schlimmeres, ne? Es gibt schon Schlimmeres. So, theoretisch kann man dann hier so... Ich wünschte, wir hätten Geländer. Ich wünschte, wir hätten Geländer. Hier noch, das wäre ganz gut. So. Und dann können wir ja unten halt die Werkbänke machen. Ne, dann ist hier so... Dann kannst du hier... wo haben wir denn Werkbänke hier? Aufbewahrung, Nahrung, Infrastruktur, bla 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 bla. Warte, warte, warte. Erstmal eine primitive Werkbank. Die gute holen wir später. Die gute holen wir später, weil die können wir noch nicht. Wir brauchen Nägels dafür. Dafür bauen wir die ganz kurz. Und zwar einigermaßen schick. So, mit einigermaßen Platz. Warte, warte, so. Hervorragend. So, dann haben wir quasi hier unten unsere Werkecke. Verschließe. Hier so. Wir könnten sogar noch Wände davor machen. Wir haben uns übrigens dieses Jahr vorgenommen, wir sind ja wieder bei, sehr wahrscheinlich sind wir wieder bei der Polaris, und wir haben uns vorgenommen, dass wir dieses Mal noch länger, zwinker die Bing, dass wir dieses Mal noch länger in Hamburg bleiben. Damit das nicht so wie so ein Termin ist, weißt du? Wir waren, ne, vorher in der Stadt und dann, oh ja, okay, wir müssen schnell los. Und dann, ja, jetzt mal bei Poki und dann, ach, wir müssen morgen früh raus. Sondern, dass wir einfach, wir sind länger da und einfach Füße hoch und dann, bis hier vom Stuhl fällt, dann wir sitzen weiter da, so, ja. Merken wieder nicht, wann wir unerwünscht sind. Sowas halt. Und ich wünschte, ich könnte die Dinge erzählen, die ich gesehen habe beim Poki. Ich wünschte, ich könnte von all diesen Dingen erzählen. Aber ich darf nicht. Ich weiß, ob der Poki euch schon erzählt hat. Ich weiß, ob er euch erzählen darf. Das weiß ich natürlich auch nicht. So, ich mach mal 10 Nägel hier, ne? So, let's go. Kann ich F drücken, während ich hier... Hast du schon erzählt? Oh, okay. Okay. Das heißt, Leute bei Pokinson auf dem Kanal, auf Twitch, bei Poki auf dem Kanal, wurden eingeweiht. Ja, es geht um Edna. Ich werde nichts verraten. Dazu müsst ihr bei Pokinson auf den Kanal gehen und ein Abo dalassen. Dann erfahrt ihr all diese Dinge. Die könnt ihr nicht bei mir erfahren. Die gibt es nur bei Poki. Pokinson mit Doppel-S. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Der Poki kann Dinge über Edna erzählen. Danke, Lynn, fürs Posten. Dankeschön. Ach, Mann. Und ich habe gesehen, hey, Igai, einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, der Raid gestern war nicht zu viel. Ich war gestern leider nicht mehr mit dabei, weil ich musste gestern ganz schnell ins Bett, weil ich vielleicht zu lange... Ne, du weißt ja. Zu lange, ja, nun. Ja. Bekommt Edward eine Verfilmung?
Ich weiß nicht genau, wo das Gerücht herkommt. Ja, wir lassen das Gerücht mal brodeln, weil es dann interessant wird. Aber habe ich noch nichts von gehört. Aber ganz ehrlich, ich würde es gucken. Es bekommt eine Staffel bei Amazon und wird dann abgesetzt. Keine Ahnung, was du meinst. Hab direkt ausgemacht dann. Ja, verstehe ich aber. Das verstehe ich aber. Kommen alle rein, beleidigen den Streamer. Ach nee, warte mal. Woanders sind die alle nett? Die beleidigen immer nur mich. Ach ja. Ach schön. Aber Poki, da ist ja noch diese andere geheime Sache. Ich will unbedingt darüber reden. Aber ich kann nur mit dir darüber reden. Ja. So, warte, ich muss ganz kurz eben essen. Warte mal, ich muss hier. Klaus Uwu muss eben ganz kurz eben. Farbenfuchs muss auch ein bisschen. Wieso hilft mir keiner beim Nageln eigentlich hier oben? So. Ja, es gibt ein Edna Theaterstück. Genau. Das gibt's auch. Ich wünsche mal kaum etwas mehr als einen Plüsch-HW. Ja, ich glaube, da muss, glaube ich, Dedelic hinterher. Da kann der Poki euch, glaube ich, nicht mehr helfen. Ja. Ich weiß nicht genau, wie das bei Dedelic ist, nachdem sie jetzt die Entwicklungsabteilung eingestellt haben. Ob sie auf Publisher-Seite noch weiter Merch raushauen. Das weiß ich nicht. La 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 la. So. Die Game Pass-Version ist spannend. Es gibt kein Beenden mit dem Hauptmenü. So. Um den Knopf zu suchen, wie man Alerts mitnehmen kann. Juhu, ja! Poki, lass dich knutschen. Ja, so richtig schön auf die haarige Wange, auf beide Seiten. Ganz liebe Grüße an die Mädels und bis hoffentlich bald mal wieder. Ich schick dir 1000 Küsse. 1000 Küsse nach Hamburg. Der Poki. Ah. So ein Lieber einfach. Aber das sage ich, wenn er weg ist. So, haben wir genug Nägel eigentlich? Ich glaube ja, ne? Die kann bestimmt jemand weitermachen. So. Warte mal, mit Nägeln wollten wir eine gute Werkbank machen, ne? Den Mammutboss kann ich nicht besiegen, weil der Level 38 ist, Leute. Wo lebt ihr denn? Den kann ich noch nicht besiegen. Ich bin noch nicht so weit. Warte. Ich guck mal kurz. Hochwertige Werkbank. Metallbarne brauchen wir noch. Die Metallbarne können wir unten... Oh Gott, wir müssen ja schlafen. Ist schon längst Nacht. Die pennen hier schon alle und ich laufe hier die ganze Zeit noch rum. Okay, ich mache mal 20 Barne. Kann ich die überhaupt noch? Okay, 5 mache ich noch. Wir können dann wieder Erz holen. So. Gute Nacht.